Ganz herzlich willkommen beim Sommermärchen 2019 des Kiwanis Club Erbach im Odenwald. Und wo könnte es besser stattfinden als im schönen Schlosshof? Kommen Sie einfach mit, ich zeige es Ihnen. Damen und Herren, jetzt kann ich Sie ganz offiziell begrüßen und freue mich, dass Sie schon um 15 Uhr so super zahlreich hier erschienen sind. Wir haben ja das beste Wetter der Welt. Mein Name ist Heinz-Peter Aulbach, ich bin vom Kiwanis Club und wir organisieren das hier gemeinsam mit anderen. Und wir haben hier einiges für Sie aufgebaut, was im Schlosshof einfach wunderbar möglich ist. Das heißt, wir können durchs ganze Schloss, wir können durch den Shop, wir können ins Elfenbeinmuseum gehen. Und wenn wir noch ein bisschen weiter nach rechts hinten in den Garten schauen, haben wir Kinderspiele aufgebaut. Die sind auch betreut. Das entspricht dem Bällebad bei IKEA, ist aber ein bisschen fantasievoller gestaltet. Das sind 7 verschiedene historische Spiele von Sackhüpfen über Eierlaufen und so weiter zu bestaunen. Da kann man seine Kleinen auch mal richtig an die Grenzen bringen. Da ist Sand, da soll man ein bisschen aufpassen, wenn man stürzt, dass man sich nicht blutige Ellbogen holt. Ansonsten ist alles auf Wiese gemacht. Es gibt einen Fotopoint. Auf dem Fotopoint kann man Kleidchen anziehen oder Ritterkostüme anziehen als Kind. Meine Größe ist nicht mehr da. Und dort gibt es die Rosalinde. Das ist ein wunderschönes Holzpferd mit einem wunderschönen Sattel, der auch richtig hält. Und da kann man ganz tolle Fotos schießen. Und ansonsten wünsche ich uns einen entspannten Nachmittag hier im Schlosshof. Bei schönstem Wetter, bei guten Weinen, bei Schmuckerbier, bei gutem Essen. Und würde mal direkt abgeben an die Musikschule Odenwald und an den Peter Martin. Wir sind von der Musikschule Odenwald und freuen uns sehr, dass wir den Nachmittag musikalisch umrahmen dürfen, mitgestalten dürfen. Vielen Dank schon mal an das Kiwanis-Team, dass wir die Gelegenheit hier haben. Im Vorfeld dieser tollen Veranstaltung wieder waren viele organisatorische Hürden zu nehmen. Die Betriebsgesellschaft hat uns da sehr geholfen, sind sehr entgegengekommen. Und wie gefällt Ihnen denn als Geschäftsführer dieser Betriebsgesellschaft dieser Event? Ich bin als Geschäftsführer begeistert, dass Kiwanis hier so viele Menschen ins Schlosshof gebracht hat. Ja, insbesondere die Kinder sind für uns eine große Zielgruppe, weil wir in letzter Zeit merken, dass hier ein sehr großes Interesse besteht, das Schloss zu besuchen und mehr über die Geschichte des Schlosses Erbach zu erfahren. Ja, und Sie hatten gerade gesagt, sobald ein paar Bänke stehen, setzen sich die Leute auch gern hin. Das heißt, die sollte man öfter stehen lassen, oder? Ich finde, die sollten generell stehen bleiben. Ja, weil die Leute verweilen sehr gerne hier bei uns im Schloss. Das Ambiente lädt ja gerade dazu ein und auch die Sicherheit für die Kinder. Man hat 2 Ein- bzw. Ausgänge, ja, und man hat als Eltern sehr leichtes Spiel, die Kinder hier zu beobachten und hat einen Schutz, ja, und kann sicher sein, dass den Kindern nichts passiert. Vielen Dank, Herr Kuhn. Dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Sitz auf den schönen Bänken. Dankeschön. Herzlichen Dank. Also ganz hervorragend und das Wetter hält. Und ich habe jetzt die ganz große Ehre, unsere Gründungspräsidentin anzusagen. Das ist die junge Dame, die ich eben zum Lachen gebracht habe. Das macht mich stolz. Das ist die Stefanie Uhrig und die hat uns noch was Kleines zu sagen, mit auf den Weg zu geben. Hallo Stefanie. Ja, hallo. Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern. Es gibt jetzt noch einen ganz besonderen Punkt in dem Programm von den Schlossführungen. Das Schlossgespenst Luigi möchte euch jetzt seine Lieblingsorte im Schloss zeigen.
Und dafür gibt es jetzt eine spezielle Führung um 17.10 Uhr. Also bloß nicht verpassen und ja, viel Spaß dabei. Vielen Dank, lieber Herr Bernhard, auch von mir ganz herzlichen Dank. Genau, nimm das mal. Von mir auch ein herzliches Willkommen heute hier bei unserem ersten kleinen Kiwanis Familienschlossfest. Ein bisschen sperriger Name, aber ich glaube, wir haben heute alle sehr viel Spaß, was ich so gehört habe. Der Parcours hier hinten bei den Kindern kommt unheimlich gut an. Ich habe auch bei dem Three-Legged Race, nennt es sich, schon drei Leute gesehen, die ein bisschen älter waren, die sich zusammengebunden haben. Also es ist wirklich Spaß für Groß und Klein. Und Herr Bernhard hat es ja auch schon gesagt, wir sind heute auch hier, um einen guten Zweck zu fördern, um die Kinder zu fördern im Odenwald. Und Sie haben es mir auch vorweggenommen, ich bin ja auch ärmerer Bürger. Und ganz toll, dass das Schloss hier, der Schlosshof, ein bisschen mehr belebt wird, dass den Kindern dieses Schloss, diese Heimat hier nahegebracht wird, auch durch die schönen Führungen, wo jetzt ja gleich auch eine stattfindet. Es ist ganz, ganz toll. Und ich möchte mich natürlich ganz herzlich bei der Volksbank für die tolle Unterstützung bedanken. Nicht nur der tolle Erlös, den wir heute hier entgegennehmen dürfen und den wir auch an das Schloss weitergeben dürfen. Auch die ganze Beflaggung, die wir hier haben. Wir haben ganz viel Unterstützung bekommen, nicht nur von der Volksbank, auch von der Firma Getränkemoor. Der Peter Kauer steht da hinten, von dem Kaffee Klatsch, von dem Team. Die Tati ist auch da. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich als Präsident bekomme ja dann immer so ein paar Punkte, die ich dann so runterrattern darf vom Orga-Team, die sich da besser auskennen. Was aber meistens nicht dabei steht, ist auch das Danke an das Orga-Team. Und da möchte ich mich bei dir, lieber Heinz-Peter, in Vertretung für dein ganzes Team ganz herzlich bedanken. Es war sicherlich nicht wenig Arbeit, das hier alles zu organisieren. Und es ist wirklich klasse, was hier zustande gekommen ist. Meinen allerherzlichen Dank.